China beim Shanghai International Circuit und was für eine Strecke ist das? Lange, sehr anspruchsvolle Geraden vereint mit technisch extrem schwierigen Kurven. Was für die Zuschauer extrem interessant ist, ist für die Fahrer manchmal was? Das nackte Grauen. Nee, es stimmt halt. So, sind wir hier nicht schon eine Runde gefahren? Warum? Hä? Verwirrung? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Ja, machen wir einfach mal Streckenakklimatisierung einfach mal an. Drehen mal eine Runde. Ich meine 100 Pro, dass wir China gestern gefahren sind. Hat's nicht gespeichert. Hä, den habe ich doch voll mitgenommen. Alles cool, alles cool. So, direkt mal Frontflügel abgefahren, ne? Was eiert der auch so langsam hier rum, der Zigeuner? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ja, da muss ich jetzt halt noch ein bisschen gucken, dass ich was hinkrieg. Dass wir die Session hier beenden können. Ein paar Dinger hier mitnehmen. Mist, ärgerlich. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Ah, was für ein elendiges Leck, ey.
sollte vielleicht mal den Patch laden. Mann, ärgerlich. Und natürlich noch zwei verpasst. Programm abgeschlossen. Ah, es war trotzdem ganz okay. Ja. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 44,3. Also, Qualifying-Tempo will ich dann gerne noch machen. Was sind denn die Teamziele? Schnellster Sektor 2 und 3. Huch, das weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe. Aber jetzt das Qualifying-Tempo will ich noch machen. Und das sind eigentlich so meine zwei Lieblings-Trainings, sage ich jetzt mal. Ein bisschen die Strecke kennenlernen und dann kann ich eigentlich meistens schon ins Rennen. Na, oh, viel zu früh gebremst. Und dann wieder zu viel Gas gegeben. Also die Runde ist schon mal nix. Und besser gesagt, die Runde fängt ja erst jetzt an. Aber ab der ist viel zu spät angemacht. Schnellster Sektor 2 haben wir auch noch Teamziel abgeschlossen, sehr nice. Ja, viel zu spät, obwohl es geht eigentlich noch. Auch noch, sehr nice. So, ab zur Garage. So, sehr schön, haben wir hier die Teamziele nochmal abgeschlossen. Es gibt auch nochmal ein paar extra Pünktchen. Der Rest ist eigentlich sehr irrelevant, finde ich. Deswegen tun wir hier an der Stelle jetzt auch die Zeit direkt mal beschleunigen. Und dann springen wir auch vermutlich schon mal direkt zum Qualifying.
Obwohl, ich will, glaube ich, mal ganz kurz dann in die anderen Trainings nur reinschauen, ob da dieselben Aufgaben sind. Vielleicht fahren wir dann auch noch eins. Aber prinzipiell will ich dann gleich wieder ins Qualifying. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Aha. Bottas und Pierre Gasly. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Ich bin 6 Sekunden schneller wie die anderen, als ob. So, hier ein bisschen was für die Aerodynamikabteilung. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Ich habe bereits das beste Team. Klasse, das war dann alles. So, noch mal ein paar Pünktchen gesammelt hier. Ruf ist auch wieder schön gestiegen. Bin gerade gar nicht so auf dem Stand. Wie sieht es denn hier aus mit unserer Forschung? Wo sind wir denn am Start? Entwicklung ist hier im Gange. Das kann ich halt natürlich erst später entwickeln. Ansonsten, ich habe eh nicht genug Forschungspunkte. Wir schauen jetzt ganz mal kurz ins Training 2 rein, wie es da aussieht. Wir fahren vielleicht noch ein Training und dann überspringen wir das Ganze. Training 3 überspringen wir dann auch und gehen direkt ins Qualifying. Ja, das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich hier ja schon gemacht habe. Teamziele sind auch. Okay, die Zeit hier ballern wir komplett raus. Warte jetzt halt einen Moment. Ich will doch nochmal ganz kurz hier in die Autoeinstellung. Da haben wir wieder ausgewogen drin. Ja, das lassen wir jetzt auch so. Was ist denn das eigentlich? TV-Übertragung? Interessiert doch kein Mensch. Ah ja, ich kann hier. Ah, okay. Das kann ich mir auch mal sagen, ne? Zu manövrieren. Viele Kurven gibt es nur eine Linie. Und ja, ja, halt da halt. Wenn wir jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Vettel, Hamilton. So, Blitzqualifying. Mal sehen, wie wir uns diesmal anstellen können, ob wir vielleicht wieder eine Pole schaffen. Ja, erstmal hier checken. Wenn man die scheiß Sessions überspringt, sinkt der Ruf einfach immer. Das ist unfassbar. So. Nein, dann gucken wir uns erstmal unsere Nachrichten an. So, viel Glück da draußen. Bringt das Auto in einem Stück? Ja, ja. Wettervorhersage, eventuell ein bisschen feucht. Jeff, ja, ja. Ach, ich gehe hier immer raus. Das kotzt mich so an. Ja, Qualifying, ne?
in Shanghai. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, achso, jetzt könnte ich ja hier auch nochmal eben dann die Einstellungen ändern. Aber wir lassen es alles so wie es ist. 26% im Motor, der sollte noch 2-3 Rennen mitmachen. Das steht hier doch bestimmt irgendwo, wie viele Rennen der noch circa hält. Ah ja, hier erwartete Lebensdauer 157 Runden noch. Ja, wir gehen jetzt einfach mal zur Strecke, solange sie frei ist. Schauen, ich habe schon gehört, ja, man kann... natürlich, erstmal DRS ausgeschaltet. Dass die Strecke später eigentlich als besser ist, wenn sie ein bisschen abgefahrener ist sozusagen, ein bisschen mehr Gummi auf der Strecke klebt. Aber ich denke, das geht auch so ganz gut klar. Weil ich habe sie lieber einfach ein bisschen freier, ohne die anderen Arschköpfe im Weg. Ist für mich einfach angenehmer. Zone auf keinen Fall verpassen. Ein bisschen spät. Ganz okay, ganz okay. Hätte besser sein können, aber ich lebe damit. Ja, komm schon. Habe ich die KI so schlecht eingestellt? Dass ich schon wieder von der Pole starten kann? Ich meine, ich nehme das gerne. Gerade hier könnte es für uns ein Sieg werden oder halt auf jeden Fall ein Podium, weil die Strecke liegt mir, denke ich mal, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Und wenn wir das so hier handhaben, sollte das klappen. Ja, ich weiß, meine Kamera ist wieder aus, hat alles seine Gründe, kommt auch wieder, keine Panik. So, warum kriege ich eigentlich keinen Punkt für die Pole oder so? Naja, keine Ahnung. So, Ruf wieder schön gesteigert hier. So, kann ich schon irgendwas starten? Nein, ich warte mit den Punkten bis nach dem Rennen. Weiter. Mal gucken, was wir reißen können. Es sind nur noch wenige Minuten bis. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. So, also ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, die gelben Reifen sind besser wie die weißen, denke ich mal. Ja, schätze ich halt mal, ich habe keine Ahnung, niedriges Reifen, hohes Fahrer dosierte, um deine Reifen zu schonen. Ja, was sind ja als nur ein Boxenstopper? Nein, ich bleib bei der Strategie. Ich bleib bei der. Und ja. Oh, der Start war natürlich ultra beschissen und klar, die ziehen total an mir durch. Und wieso krieg ich eine Verwarnung, Kollision verursacht?
wenn die von hinten in mich reindreschen. Ah, das habe ich schon im 2011er damals einfach gehasst. Sie tun im Startbereich, ballern dir voll hinten in den Arsch rein und du kriegst Verwarnung, Kollision. Bisschen arg weit raus. Er steht da genau vor mir und haut voll die Bremse rein. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Typisch. Jetzt habe ich mal eine Strecke, wo mir liegt, wo ich einigermaßen fahren kann und es fängt halt gnadenlos an zu pissen. Diese Lex, ich muss dieses Patch aktivieren, unbedingt. Weil ich hatte ja auch hier die Early Access Version und habe seither das Update zwar geladen, aber nicht installiert. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit dem Reifen. Thank you.
dieser Leck schon wieder. Was? Ich hab 7 Sekunden zu ihm. Haben die schon gestoppt? Sorry, ihr habt die Ausfahrt verpasst. Okay, aber jetzt wird's immer. Manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Diese Runde muss ich.
Lol, als ob ich nach der Box einfach immer noch Erster bin. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Also ich hoffe, die anderen wechseln auch auf Intermediens, weil sonst habe ich keine Chance. Die sind ja so langsam. Okay, ich muss den Plan ein bisschen ändern. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. So, da sind die 12 Sekunden direkt hin. Abstand zum Teamkollegen beträgt 31,3 Sekunden. Beträgt 5,9 Sekunden. Ich hab's gewusst, ich hab's genau gewusst. Ich muss noch früher anbremsen. Ich baue gerade so viel Scheiß. Eine Strecke, wo ich relativ gut kann und es muss anfangen zu pissen. Er hatte 12 Sekunden Vorsprung. 12. Mal schauen, ob wir noch irgendwie schaffen, diese 6 Runden zu überstehen. Ist die Lücke heftig kleiner geworden. Also diese Kurve fegt mich immer. Ich meine, die scheinen auch ein bisschen Struggle zu haben. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen?
jetzt in der nächsten DAS-Zone dürfte er mich haben. Okay, die war jetzt recht gut, der Exit war ein bisschen schlecht. Ah, wie gesagt, die strugglen ja auch. Und wieder hier komplett raus. Zu spät gebremst, jetzt kriegt er mich. Okay, jetzt läuft es gerade ein bisschen besser. Ja, er hat auch Scheiß gebaut. Sehr schön. Wieder 7 Sekunden Abstand aufgebaut. Jetzt kommt, Leute, das packe ich, das packe ich. Falls mir irgendjemand zuseht, schreibt in Chat, ich schaff das.
Hey, diese Lex. Der Abstand zum Hintermann beträgt 9,8 Sekunden. Es war wichtig, dass ich die gut kriege. Das war sehr wichtig. Ja, wen interessiert denn das? Auch sehr wichtig, die Kurve hier einigermaßen gut gekriegt zu haben. Hätte besser sein können, definitiv. Alles hätte jetzt wieder viel Zeit gekostet. Wir haben noch zwei Runden vor uns. Bisschen zu spät gebremst, aber es geht noch. Warum ist schon dieser Lando schon wieder in der Box? Das sind auch Dinge, die mich mal interessieren würden. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ich muss mir mal die Sprachtaste irgendwie aktivieren, dass ich ihn zum Beispiel so nach der Zeit vom Hintermann fragen kann. Weil leider zeigt es das Spiel nicht wirklich häufig an. Obwohl das schon immer gerne gut zu wissen ist. 23 Sekunden, okay, der muss Ultramist gebaut haben. Ich bin ja fast dabei, einen bald zu überrunden. Na gut, sagte er und stellt sich bald quer in der Kurve. Aber auf jeden Fall ist da hinten der Letzte. Deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer.
geht halt schön auf die Reifen hier, Abnutzung. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Ja, ja, ja. Erster. So habe ich das erwartet. Großartige Leistung von McLaren. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen können? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Ja, richtig nice. Richtig nice. Trotz Regen. Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch kommt ein Geno Fünfter. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, Sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Ja, Mann, finde ich nice. Gefällt mir auch. Hätte ich nie erwartet, dass ich in der ersten Saison überhaupt mal Erster werde. Ne, ich habe das Gefühl, ich habe die KI zu leicht eingestellt, weil ich jetzt schon die zweite Pole und dann direkt der Erste. Muss ich mal noch schauen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrer... Richtig nice. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschüttet. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv Dritter auf der Rangliste. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden sind. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende durch. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch... Ja, ja, ja. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Danke für den Kommentar. Ja, ein bisschen Selbstdarstellung darf ja auch ab und zu mal sein. Es ist richtig nice. Schade, dass ich noch keinen Konkurrenten habe. Muss ich jetzt mal gucken, kann ich am Arbeitsplatz einen zuweisen? Muss ich jetzt endlich mal machen, weil es gibt auch nochmal zusätzlich Ressourcepunkte. So, die anderen haben jetzt, glaube ich, endlich mal bemerkt, dass wir existieren. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am da kommt's. Einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Siehst du? Besprechung sind heute recht einfach, auf dem Podium geschafft, gut gefahren, konstantes Tempo, keine Probleme gemacht. Das heißt doch nicht, dass es keine Position Verbesserung gibt. Aha, Emma, Einladung. Wir haben eine Reihe von Einladungsevents zur Auswahl, an denen wir im nächsten Grand Prix teilnehmen können. Die Optionen finden, Interview mit Devin, ja, interessiert keinen Menschen. So, dann schauen wir doch mal, wo ist denn das mit dem Rivalen? Rivalen, hier. Rivalen auswählen. Also, ich würde Devin Butler nehmen.
Ich würde Devin Butler nehmen, weil er halt schon ein Fan der Formel 2, unser Konkurrent war. Und immer so ein bisschen pissig ist. Fahrerdetails. Aha. Audio-Spitzname der Captain. Kapitän. So, Rennsiege 1, Gesamtpunkte. Okay, alles so gut soweit. So, jetzt haben wir doch sicher nochmal was, um hier ein bisschen. Natürlich ist der Xisto fehlgeschlagen. Mann, das ist ja so nervig. nein, da wollte ich nicht hin. Strapazierfähigkeit, da werde ich mal jetzt irgendwas ausrüsten. Und zwar mal den Motor. Ja. So. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Und ja, die hauen wir hier nochmal rein. Dann sind wir hier auch raus. Auch schon wieder. So, Time Attack in Japan haben wir eingeladen und Überholungsherausforderung. Sieht doch alles ganz gut aus soweit, aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss.